Yo, was geht ab? Heute geben wir uns die Qualifikation von Helu und ich bin natürlich wieder mit Morgana am Start, der heute nicht bei mir sein kann. Haben wenn wir ihr auch schon in der Qualifikation von Seife erläutert. Genau, wenn ihr das nicht mitgekriegt habt, schaut einfach da mal kurz vorbei und generell in der Qualifikation von Seife erläutert. So, wir sind in sie reingedrungen mit unseren. Richtig, wir haben die einfach kurz übernommen. Deswegen schaut da ruhig vorbei. Lasst auch da mal ein bisschen Liebe da bei Seife. Der hat eine ziemlich coole Quali gemacht, finde ich. Aber wir wollen gar nicht so lange schnacken, sondern uns jetzt Helu geben, oder? Gib ihm, Alter. Ich hab so Bock auf Helu. Ich auch. Also, er meinte, Vorstory, Helu meinte zu mir, das ist das Krasseste, was er jemals gemacht hat. Das sagen aber auch immer alle. Alle Rapper. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Krasseste ist, was er jemals gemacht hat. Weil, wenn er schon. Ich weiß nicht, Digga. Also, ich vertraue so eine Ansagen nie. Wir gucken mal. Na, und vor allem solche Ansagen, die führen ganz oft einfach dahin, dass man dann enttäuscht wird. Oder ich glaube, Korrektur, er meinte jetzt nicht, das ist das Krasseste, was er jemals gemacht hat, aber es ist voll das heftige Upgrade oder so. Okay. Optisch auf jeden Fall nicht. Ja, also optisch ist es eher ein Downgrade. Das ist jetzt ist der obdachlose Legolas, das hatten wir ja schon. Ja, den Stempel, den drücken wir ihn jetzt auf. Ganz einfach. So, let's go. Gib ihm. Let's go, Helu, enttäusch uns nicht. Auch geil, dass es immer noch das gleiche Intro ist. Ich finde das Intro aber auch nice. Es ist Mist, ich gute Laune wie ein Taliban. Wer geil seine Straftat, dann wäre ich schon längst angeklagt. Beck ist der Killer, genauso wie ihr ihn haben wollt. Ich hab keine Schnupfen, trotzdem hab ich meine Nase voll. Die Hirn. Okay. Yes. Es ist Helu in seiner alten Manier, sowas soll ich sagen. Ja, so. Ja, aber die Nase voll Zeile, die kennt man irgendwoher schon. Ja, klar, also die ist auch ausgelutscht. Aber ich wollte sagen, ist geil, dass beide Qualifikationen direkt einfach loslegen und nicht so lang Faxe machen, direkt warm in die Fresse, so ist geil. Ich hab so Bock, Mann, es ist einfach, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich Helu rappen sehe oder rappen höre. Das ist einfach, keine Ahnung, es freut mich einfach jedes Mal. Du bist halt einfach ein brutales Unikat, das muss man ihm lassen. Er ist wirklich kein Fließband-Rapper. Ja, auf gar keinen Fall. Nee. Ich hab keine Schnupfen, trotzdem hab ich meine Nase voll. Die Hirnmasse der Rapper unter der Schuhsohle klebe. Der seid Huren zu den Söhnen, das ist Pudel gegen Löwe. Yo, Helu, rapp doch bitte mal was Vernünftiges und ratter deine Lines nicht immer so. Zitat, dein Hurensohn, ich bin... Schön. Oh, nee, Alter. Oh nee. Ich wusste, Mann, dass es auf einen Hurensohn-Zeile hinausgeht, Alter. Ach Mann, ey. Das ist so geil. Aber ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch mein größtes Manko tatsächlich an Helu, dass er immer so durchrattert. Das nervt mich manchmal. Aber dann bin ich halt. War das von dir das Zitat oder was? Nein, es ist generell nervt das viele Leute, weiß ich, bei Helu. Das habe ich oft gelesen und sage auch immer alle Leute, denen ich Helu zeige, sagen immer so: Mann, der ist mir zu schnell, der rattert mir zu krass, aber. Nee, das war schon dein Zitat. Seien wir an der Stelle einfach mal ehrlich. Nein, ich bin aber kein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Mann, weiter. Weiter, Mann. Bei mir hat's geruckelt. Zitat an Hurensohn, ich bin nicht depressiv, nur weil ich ein gefühlsloser Killer bin. Ich stack dich wie ein Chicken Wing und hacke dich mit meinem Penisring als Standard das Schwein. Ja, okay. Ein paar Plastikpimmelficker, ey, jetzt geht es hier rund wie in einer Waschmaschine. Dicker Rapper tanzen nachmittags bis in Hula Hoop im Park und schwingen dann bei TikTok den Uran-Utan-Arsch. Kamikaze fährt hier wie ein Luxusboot ein und macht das alles nur für eine Hook von Showtime. Ja. Ich mach das auch alles nur für einen Hook von Showtime. Hier an der Stelle Leak. Leak, ja? Ja. Okay. Also das ist der Leak. Also dass ich auch alles nur für einen Hook von Showtime tun will. Showtime ist bald in Berlin hoffentlich. Dann treffen wir uns auf jeden Fall. Oh, was? Ich will auch dabei sein. Aber 100%, Digga. Digga, das wird legendär, Alter. Das wird absolut legendär. Geil. Okay, ich glaube, jetzt kommt die Hook, Alter. Jetzt, aber was sagst du bisher zum Part? Boah, ist schwierig. Also ich finde, manche Zeilen sind halt sehr plump, aber irgendwo passt es halt zu Helu. Ich finde, die lustigste Zeile war wirklich das mit dem Zitat, ein Hurensohn. Ja, auf jeden Fall so das Highlight bis jetzt. Ist halt sonst halt einfach Helu, wie man ihn kennt. Also ganz klassisch, einfach komplett Trash-Talk für 20 Minuten. Aber finde ich geil. Finde ich geil. Ja. Feier ich total. Ich hab Bock. Alles nur für eine Hook von Showtime. Mr. Kamikaze macht jetzt Terror wie ein Taliban. Ich komm mit dem Leib. Oh, was? Okay. Wunderschön, wie shiny er da gerade geglitzert hat. Das fand ich sehr. Das war sehr schön, aber. Ich würde ihn gerne ablecken. Lass doch einfach mal an. Ja. Ich leck über seine Haare, weißt du, so er schläft so nachts liegt er so im Bett, weißt du, er schläft so und dann liege ich so daneben und leck so genüsslich an seinen Haaren, gucke so hier so in die Hand. Und wasch sie danach mit Seife. Ah, guter Gegner mit Zurück.
So. Nee, aber die Hook hat mir auch sehr gut gefallen, tatsächlich. Nee, ich fand die nicht gut. Sorry, aber irgendwie will der Funke nicht überspringen. Vielleicht kommt er noch. Aber ist ja auch Ersteindruck. Mach mal nochmal. Ja, noch und die ganze Hook? Ja, die ganze Hook ruhig. Die war ja auch. Mit den Haaren. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du hast, aber ich finde die Hook cool. Seife ist cool, ist aber cooler. Ja, wow, ja. Ganz klar, muss ich sagen, ganz klar. Also jetzt sorry, für einen Ersteindruck, ja, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich die Runden noch ein paar Mal gibt. Ja, vielleicht kriege ich dann einen Ohrwurm davon, aber das ist nicht schlecht oder so, aber ist auch wirklich nicht. Ich finde den zweiten Teil der Hook geil. Der God of Beats ist wieder da. Das ist schon cool, gefällt mir. Ich mag dieses J, O, B nicht. Ist mir zu. Da könnte noch mehr passieren, noch einfach. Vielleicht J, O, B. Irgendwie das B länger gezogen. Das wirkt so kurz. Ja, aber ich will das jetzt hier auch nicht so friemelig auseinandernehmen. Sind nur die Qualis. Ja, außerdem bist du einfach ein Bastard. Wow. Oh, Beat-Switch. Geil, ich feiere das immer, wenn der Beat ein bisschen sich verändert. Ja, bist du jetzt komplett weg, oder was? Nein, ich bin auch da. Ich sag doch nichts. Mach weiter. Okay. Ja. Die Adlib war geil. Aua, 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 aua. Ey, okay, der zweite Part ist so viel geiler gerade. Das ist so unendlich viel geiler. Lass mal erstmal weiterhören. Ich bin gerade drin. Ja, okay. Ich fresse und dein Körper wie ein Lauch. Ich bin keiner der Rapper, mit dem ihr mich gerne vergleichen wollt. Verdien ich Cash mit Rap, dann mach ich sowas von der Scheiße Gold. Rapper werden von mir jetzt noch härter gebankt. Ich hoffe, ich überlebe meinen Selbstmord und bin querschnittsgelähmt. Ach scheiße, denn ich hatte Termin mit meinem Dachbalken. Ja. Wer an einem Hotdog stand, hätte ich Bulimie, dann wäre ich froh, weil ich bei euch ordentlich kotzen kann. Alter, geil, ey. Ist das ein geiler Part, Mann. Also dass er selbstironisch auf dieses Depressionsthema eingeht, ist. Er macht den Gio, Alter. Aber es ist naheliegend, aber es ist perfekt. Genauso muss er damit umgehen. Es ist saugeil. Super geiler zweiter Part, ey. Da weiß ich gar nicht, warte, ich hab mal kurz den Part offen, ich muss mal kurz gucken, weil so, ich schau mal, ob ich eine richtig geile Highlight-Zeile habe, aber ich fand den Part als Ganzes einfach geil. Das Aua-Aua-Adlib fand ich cool. Digga, am geilsten war Dachbalken, abhängen. Abhängen! so dumm einfach. So geil, Helu hat so Crack geraucht, das ist so gut. Endlich wieder hammerfreshe Lieder, nicht nur Autotune und Shisha, dafür aber eine Menge Antidepressiva. Das ist schon eine sehr, sehr geile Zeile, Alter. Oh Mann, ey, also der Part hat mir richtig gut gefallen, ey. Holy shit. Ja, das ist auch Helus Ding, einfach selbstironisch sein, behinderte Lines kicken, die aber auch so unterhalten, dass sie dann auch wieder punchen wahrscheinlich dann im Battle. Das ist sein Ding und genauso wollen wir ihn doch, oder? Ja. Also ich muss sagen, ich will ihn auch nicht so in diesem Halbfinalstil wie gegen mich so, sondern einfach genauso. Einfach in die Schnauze auf Boom-Bap-Beats so. Auch wenn die Metal-Hook einfach legendär ist, Alter, ey. Das ist so, die ist legendär, ja. Wir feiern das jedes Mal, wenn wir irgendwie mit dem Auto unterwegs sind. Es muss mindestens einmal einfach diese Runde laufen und wir müssen komplett eskalieren. Es ist einfach nur geil, ey. Hook ist ein Jam auf jeden Fall. Ey, können wir uns einfach den zweiten Part bitte nochmal geben? Oh, ey, ich hab's, Alter, das ist so geil. Der einzige Unterschied. Aua, aua, aua! Antidepressiva. Und dein Körper wie ein Lauch. Geil! Abhängen! Ganz kurz, er sagt, hoffentlich überlebe ich meinen Selbstmord und bin querschnittsgelähmt. Taiki on TV, geil!
Aber hat er da nicht, hat er nicht als Adlib geil gesagt? Ich hab da irgendwie geil rausgehört. Oh lol, okay, das hab ich überhört. Sorry. Warte. Geil. Abhäng! Ja, ey, ganz ehrlich, absolut geil, ey. Das ist wirklich, oh Junge, ey, oh, diesen Part feiere ich komplett. Ich hab schon wieder, dieses Beispiel bringe ich ja immer, dass ich einfach jetzt schon vor Augen habe, wie ich mit dem Auto unterwegs bin und einfach den ganzen, also sowohl die Quali, aber halt einfach diesen zweiten Part einfach komplett feiern werde. Während ich unterwegs bin. Die ganze Zeit schön mit dem Kopf nicken, dabei das halbe Auto am Wippen. Willst du noch was sagen oder sollen wir einfach die Hook machen? Ja, noch, ich sag am Ende. Okay. Mann, ey. Ey, es ist so geil, Mann. Alter, das ist, sorry, aber jetzt, wo die Hook jetzt nochmal zum Ende lief, das fand ich jetzt noch viel geiler als beim ersten Mal. Ich werde nicht warm, nee, ich finde die nicht so. Ich fand die richtig cool tatsächlich. Nicht ey, aber da haben wir aber vorgewarnt, auch schon in dem Ankündigungsvideo bzw. Octabattle Start, dass wir auch gerne mal unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist jetzt halt auch wieder der Fall. Ich finde die Hook ziemlich geil tatsächlich. Geschmack in dem Falle so auf jeden Fall. Also ich einfach nicht so. Ich fand sie geil, weil sie sich auch immer weiter irgendwie aufgebaut hat und so. Ich fand das richtig cool tatsächlich. Also ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist. Das ist halt wichtig, ne? Das ist nicht schlecht oder so, aber ich fühle sie nicht. Das ist das Problem. Nicht so 100%. Ich muss auch sagen, ich finde seinen alten Style besser auch mit der Kambi, mit der Totoro-Mütze, muss ich sagen. Aber soll er machen, wie er will. Aber auch das ist, also wenn er jetzt diesen Style davor mit der Mütze nicht gehabt hätte, dann würde ich jetzt sagen, dass sein Style cool ist. So. Aber wenn man den davor im Kopf hat, so mit der Bommelmütze, das war halt schon noch cooler, fand ich. Aber das ist ja nun wirklich egal. Aber ich ganz kurz, ich werde es an der Stelle jetzt einfach auch schon leaken. Im Okta 3 wird er auch wieder teilnehmen, aber ich werde dann Hilo sein. Ja, safe. Das wäre auch eine coole Nummer. Ey, Kamikaze hat einfach mal irgendwie 100 Kilo zugenommen. Keine Haare mehr. Erstmal eine Mütze, jetzt diese langen Haare, dann gar keine mehr. Ja, gerade ist das Upgrade jetzt geworden und dann wird er einfach so einen kompletten Downgrade, Alter, wenn er hier wird. Mann. Scheiße. Ey, aber ohne Scheiß. Also mein Fazit ist, zweiter Part übertrieben geil und jetzt gerade am Ende mit der Hook, das hat mir richtig gut gefallen. Ich würde sogar von meinem persönlichen Geschmack sagen, dass ich die Hook tatsächlich sogar cooler finde als die von Seife. Fand ich am Anfang noch nicht. Da war ich ganz bei dir, dass ich die von Seife ein bisschen cooler fand. Aber jetzt, ja. Wo ich es zum zweiten Mal nochmal gehört habe, fand ich die auf jeden Fall wesentlich besser. Wesentlich cooler, auch wie die Hook sich immer weiter aufgebaut hat und so. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Das ist mein Fazit. Ich kann deine Meinung nicht akzeptieren. Bitte verlasse den Raum. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich mache diese Reactions jetzt alleine, ja? Auf meinem Kanal. Okay, also, es ist nicht, wie er jetzt gesagt hat, das übelste Upgrade. Es ist halt einfach wirklich eher, wie er lebt und lebt halt so. Also ich finde jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie ein bisschen krasser ist. Vielleicht habe ich auch alles zu sehr beim Wort genommen, als er mir das erzählt hat oder so. Aber ist halt ein klassischer Helu-Track. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Halt einfach dumme Lines, unterhaltsam. In die Fresse, that's it eigentlich so. Und es ist halt auch wieder alles 100% von ihm produziert, ne? Ja, safe. Das ist auch immer wieder geil. Das finde ich geil, das ist mir so gar nicht so richtig im ersten Turnier aufgefallen. Sagen wir es so, ich hätte im Vornherein jetzt halt schon gesagt, dass eigentlich, also es ist gar nicht so ein astronomisch großer Abstand zwischen der Quali von Seife und seiner Quali, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, dass Helo eindeutig der krassere Typ ist, so, aber es liegen jetzt nicht Welten zwischen den beiden. Also das Battle ist nicht sehr eindeutig auf jeden Fall, im Vornherein. Boah, ich glaube also, wenn Seife nichts an seiner Verständlichkeit ändert, dann wird, glaube ich, auch Julian darüber richtig abkotzen. Ja, safe. Das muss er machen, aber wenn er das macht, dann ist Seife safe nicht schlecht. Ja, dann wird es richtig interessant, das Battle. Also Seife, du weißt Bescheid, was du tun musst. Damit du Mr. Kamikaze rausschepperst. Ja. Genau. Nee, also ich finde, ich mag den Track.
Ja, ich finde ihn auch cool. Sehr cooler Track. Der, wie gesagt, der zweite Part, Baba-mäßig, Alter. Absolut. Auf einer Skala, es ist besser als Seife. Also muss ich ihm logischerweise auf einer Skala von 1 bis 10 mehr Punkte geben. Wahrscheinlich dann so 7 bis 8. Aber ich sagen wir 7. 7 ist gut. Oh, ich wär tatsächlich bei 7. Weil er hat, ich finde jetzt, das ist kein Kamikaze-Song, der Meilensteine setzt, aber es ist einfach genau so, wie ich ihn haben will. Also von daher, bam, gib ihm 7 Punkte, ist dann, denke ich, verdient. Weil ich würde jetzt sagen, so 8, 9, 10 Punkte gibt man für Sachen, die wirklich außerordentlich krass sind, weißt du? Und das ist es jetzt, finde ich, nicht. Ne? Also so außerordentlich herausragende Quali oder so. Aber einfach ein guter Song. Also das ist mein Fazit. Ich müsste auf jeden Fall mir auch noch ein paar Mal anhören. Jetzt so vom allerersten Look gehe ich mit dir mit, da wäre ich auch so bei einer 7, aber ich tendiere schon sehr stark zu einer 8 hin. Und ich glaube, wenn ich es mir öfter anhöre, dann kann ich auch ganz easy dafür eine 8 geben. Für den Ersteindruck finde ich es ziemlich, ziemlich geil. Das ist auf jeden Fall ein Song, wo ich weiß, den werde ich privat öfter hören. Wahrscheinlich, also auf jeden Fall auch öfter als die von Seife, bin ich ganz ehrlich an der Stelle. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich auch Helo kenne, keine Ahnung, das will ich jetzt gar nicht ausschließen oder so, dass da vielleicht auch einfach die Sympathie oder die Freundschaft da ein bisschen mitspielt. Aber ich mag halt auch einfach seine Musik abseits davon. Ich fand auch seine Runden damals, wo ich ihn noch nicht kannte, fand ich das richtig geil, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Keine Ahnung, mir spricht das vom Geschmack her mehr zu als das von Seife. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil Seife so unverständlich war. Wenn er nicht so unverständlich gewesen wäre, vielleicht hätte ich dann auch sogar gesagt, Seife ist ganz klar besser. Seife werde ich mir jetzt privat aber auch nicht anhören. Das ist also wahrscheinlich nur wegen der Hook, weil die Hook ist gut daran an den Track, aber der Rest ist halt so... Also da finde ich das Gesamtprodukt Helo. Ich habe gar nicht so viele JOB-Sachen. Außer meine eigenen halt viel gehört, glaube ich, auch im Octabattle 1. Abgehoben, Das, was ich tatsächlich am meisten gehört habe, das ist kein Scheiß, ist, glaube ich, Helos Viertel gegen Jotam. Ja, wollte gerade sagen, das feiere ich auch hart. Das habe ich, glaube ich, am meisten gehört. Sogar öfter als dein Finale. Warte mal, also jetzt müssen wir uns mal hier an einen Tisch setzen. Ne? Aber Tisch wird nicht gelogen. Ja, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich kann dir auch den Grund dafür geben, weil dein Finale einfach immer noch nicht auf Spotify ist. Und ich benutze garantiert nicht meine mobilen Daten, um im Auto das Lied hören zu können. Hast du gehört? Du Hurensohn, lad auf Spotify hoch. Wenn es auf Spotify wäre, ich glaube, ich würde es viel öfter hören. Das stimmt wohl. Aber ich habe es halt glücklicherweise auf dem Handy, ne? Ja, das ist mein Vorteil, den ihr nicht habt, ihr Amöben. Ja, ich könnte dich ja auch einfach anhauen und fragen, ob du es nicht gibst, aber vielleicht habe ich das so. Hab ich das? Nee, ich glaube, ich habe das, glaube ich, bestimmt auch irgendwo auf der... Ja, also was beschwerst du dich dann? Ja, halt deine Fresse. Du dreckiger Hurensohn, ich fick meine ganze Familie. Also, wir wollen jetzt nicht so fäkal werden. Ich wollte nicht mehr so viel Fäkalsprache einbinden, Freunde. Erinnert mich da bitte dran in den nächsten Videos, dass ich nicht so viel rumbeleidige. Ja, das kriegst du eh nicht hin. Mace ist ein... Ich sag nichts. So, in dem Sinne, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Kanäle, alle Instagram-Accounts von den Teilnehmenden von Helo, von JOB und was weiß ich alles. Schaut da mal rein. Lasst mal ein bisschen Liebe da aus, die Jungs. Genau, lasst auch... Seife und Helo kriegen gleich mal ein Abonnement vom Chief der Chiefs. Moa. Ja, und du hältst jetzt einfach deine Schnauze. Ja, ist gut. Okay, ich höre wieder auf. Und wir sehen uns am Freitag wieder, wenn dann die Reaction online kommt zur Bewertung. Beziehungsweise einfach nur, Julian wird wahrscheinlich nur in ein, zwei Minuten einfach nur kurz was zu denen und sagen. Ich bin gehypt auf nächste Woche, auf die nächsten Qualis. Ich hab Bock. Ja, ich hab auch richtig Bock und vielleicht können wir es an der Stelle sagen, vielleicht schaffen wir es nächste Woche mal, dass Morgana dann hier ist und die anderen. Sieht diesmal besser aus, wenn ich bis dahin wieder gesund bin. Ja, und ich bis dahin nicht krank werde. Ja, das wäre natürlich ein Vorteil, deswegen in dem Sinne, haltet euch warm, Freunde, zieht euch warm an, es beginnt die kalte Zeit. Mach's gut. Und wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.